Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Servus und hallo, willkommen zu Master of Orion. Wir siedeln hier gerade in Draconis 2 und mit mir dabei der Kenny. Guten Tag. Und der Anu. Moinsens. Und der Dago im Chat. Hallo Dago. Ha, hat's geklappt? Ja! Was denn? Ja, ich hab Alpha City einfach abgekauft. Abgekauft? Hatten die einen Planeten? Muss ich jetzt keinen Krieg führen. Weichei. Ja. Hatten die dann den Planeten oder was? Den 13er hatten die? Die hatten den 13er, der gehört jetzt mir. Maximale Bevölkerung ist jetzt auch auf 18. Ja, das kann gut sein. Ja, das kann gut sein. Oh, ja. Und du wirst diese Bevölkerung nie ausrotten können, weil da einer von denen lebt in meinem Reich. Also mindestens ein Gnolem wird auf ewig leben. Eher nein. Ja, der kannst du allein. Zur Not infiltriere ich Alpha Ceti. Spione bauen. Alpha Ceti, Alter, wie sich Ando da ausbreitet wie so ein Pilz. Die Farbe sieht aus wie von Q's Expedition, dieser dreckige Pilz da. Überall raussprießt. Vor allem habe ich vorhin bei einem Angriff meinen eigenen Spion gekillt. Der irgendwo im Gefängnis auf dem Planeten saß. Auch nicht schlecht. Das war ungünstig. Ja, stand, als ich den Planeten ausgeräuchert habe, ihr Spion, bla bla bla, ist gestorben. Ich komme hier, um dich zu retten. Schön. Wenigstens die Leiche habe ich rausgeholt, hey. Aber hey, der Gasriese? Mhm. Ja, da schicke ich gleich einfach die Weltraumfabrik hin und den terraforme ich mir um. Er ändert Jul. Sich die Welt wieder, wie sie ihm gefällt. Hey, Anno Langstrumpf. Ja, das habe ich auch vor mit den beiden Gasriesen, die in meinem Valvoric-System drin sind. Diese Gasexplosionen beim Valvo. Mhm. Der kann sich eigentlich noch nicht beherrschen. La da 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 da. Dass ihr übrigens immer noch weiter Klamotten klicken könnt, wenn ihr fertig gedrückt habt, wisst ihr, ne? Ja, ja. Das, ja, ja. Du auch, Anno? Da bin ich jetzt mal überrascht. Ich mach das relativ häufig sogar. Okay. Ja, 43 Sekunden. Für Valvo? Ja. Ich hab gerade wieder verworfene Frames. Was lädt gerade bei mir im Hintergrund wieder runter, Alter? Ich krieg ne Macke, Alter. Die Bohrnuss. Ja gut, aber die müssen halt auch sein, ne? Also. Und was soll denn die Scheiße dauernd, Alter? Sieg! Wir haben einen Piraten besiegt. Nicht schlecht. Ja, danke sehr. Ich bin der friedfertigste von uns allen hier. Was bist du? Der friedfertigste. Du machst das immer hinten rum. Man kann es friedfertig nennen, man kann es aber auch anders bezeichnen. Jo. Du hast ja gerade noch einen Planeten gesnackt, oder? Es reiht sich auf Schmussi. Ja. Sie gleich noch einen Planeten gesnackt. Der Anno. Tagesausflug. Alpha Ceti, mehr habe ich wirklich nicht. Fox, oder? Hattest du schon? 102. Das Fox hatte ich auch schon in der letzten Aufnahme. Wow. Nee, sogar schon in der letzten. Letzten Aufnahme-Session, wollte ich sagen. So. Okay. Das Fortuna-System ist schon mal bis auf die beiden Posten da befreit. Der Anno ist ein Bussi, ja, genau. Ein Bussi. Was bin ich? Ein Bussi-Bär. Ein Bussi-Bär, ja. Ja. Da sagt er ja. Ich sag mal ja, hab eh keine Ahnung, was es heißt. Aber Bär klang jetzt nicht so falsch. Mit Bär kann man nichts falsch machen.
War es nicht für Anno? Oh, ja. Was jetzt? Ach, come on! Come on, aber. Ihr seid doch die Kriegstreiber, wieso krieg ich denn ständig die Antarana ab? Ja, weil du überall Erster bist. Ja. Ja, und die fliegen nach City Alpha, da ist nur ein Bärchen drauf! Nee, doch nicht mal. Bald nicht mehr! Ist nur ein Bärchen drauf. Und da hast du gleich geschändet. Bald nicht mehr! Das ist der letzte Gnolem! Lass den letzten Gnolem leben! Auf Wiedersehen! Warte mal, was passiert? Wo ist? 24 rum? Planetarer Schild, Strahlenschutzschild bauen. Kann ich mir den kaufen? 1000. Ja, egal, YOLO, her damit. Wir müssen die Klone schützen vor der Ausrottung. Oder auch nicht. Ist auf jeden Fall kein Glücksbärchen. Ja. Ey, Glücksbärchen war. Alle 15 Runden kommen die scheiß Antarana hier vorbei, ey. Achso, ich dachte, alle 15 Runden verliebt sich ein Antarana in ein Glücksbärchen. Ja, so und will es einmal bumsen. Wie die Bärchen hier rumpoppen, ist das glaube ich nicht alle 15 Runden. Ich hätte mal wieder Lust ein wenig zu bumsen. Wer es kennt, schreibt es in die Kommentare. Telefonbuch. Außerdem Joker. Na, der ist doch nicht dabei. Nicht, dass er sich die geilen Videos hier anschaut. Oh. Dann machen wir mal den drauf. Geil! Ich weiß nicht, was es damit auf sich hat, aber ich vermute, das war die Nacht, in der ich eingepennt bin. Ja, die geile Nacht, in der du eingepennt bist. Aufrüsten! Boah, ist das teuer! Uiuiuiui, okay. Ja, machen wir. Alter, sagt der, der. Also, keine Ahnung, wie viel Geld. Sagt der, der. Welcher deiner Bärchen hat denn welches Zeichen auf dem Bauch, Anno? Wer trägt den Scheißhaufen? Der Scheißhaufen dürfte wohl bei Alpha Ceti gerade sein. Der Scheißhaufen trägt wahrscheinlich in 3-4 Runden, wenn die Antarana da sind, Loch. So ein Totenschädel. Loch. So, dann reißen wir nach 10 vorne. Ja, so ist mein System. Du bist schon bei 10, wie heißt denn dein neuntes? Alle 9. 9 vorne. 9 vorne? Könnte dann relativ langweilig sein. 9 hinten. 1 vorne, 2 vorne. 9 hinten. Bedrohliche Flotte entdeckt. Mann, da sind Piraten, was ist daran bedrohlich? Oh, Bevölkerungslimit erreicht? Okay. Wo sehen das Bevölkerungslimit? Wenn du auf deinem Planeten gehst, dann steht oben die Bevölkerung. Okay, das heißt, jetzt bräuchte ich so ein Kolonieschiff, also so ein von A nach B Bringschiff. Wieso? Du kannst einfach die Leute aus. Du kannst die Leute aus der Nahrung rausnehmen und woanders reinsetzen. Du musst nur dran denken, dass du ein paar Leute behalten musst, damit die Nahrung weiter. Danke. Verwaltung. Leidet Hunger, ach ja, für den Arsch. Komm, ich mach erstmal den Militär aus dem Posten da weg. Dann ist das Fortuna-System einmal sauber. Oh, im Atari-System befindet sich ein Weltraum-Monsti. Monsti? Monsti. Monsti steht eigentlich immer da. Monsti Sumas Rache. Oder so eine Karte mit einem Arsch drauf, ja. Trägt ein Glücksbärchen auch. Ja, das sind die Glücksbärchen. Das sind ja die Arschbärchen.
Ich möchte ein Arschbärchen sein, das wäre so wunderbar. Ich möchte ein Arschbärchen sein, so wie du. Diese Stille. Oh, ich habe mein Sprungtor hin. Ja, mal gucken, wie das funktioniert, wa? Das ist echt praktisch, dieses Sprungtor. Die ist finde ich geil. Wo ist denn da passiert? Oh, die Antaraner. Nein! Oh. Nein! 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 Was denn? Was rest rest in Peace, Weltraumfabrik. Die Piraten haben mich gefunden. Oh nein. In Watzna. Was ist da los? Beim Anno da drüben. Was ist da los? So weit bin ich gekommen. Ja. Merke dir alles, was außerhalb meiner Waffenfabriken, diverses. Nicht Waffenfabriken. Wer sind die Dinger am Rand des Systems? Militärposten. Danke sehr. Da ist nichts sicher. Alles, was dahinter ist, ist feindliches Ödland. Okay. Alles klar. Innerhalb alles, was rot ist, ist gut. Außerhalb böse. Böse. Die böse Möse. Wow. Puh. Puh. Was hab ich falsch gesagt? Du hast Puh gesagt. Der Puhbär. Der Puhbär. Da, 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 da. Er macht immer Pup. Oh Mann. Ja, vielen Dank. Mhm. Ja. Ja, ich habe dir zu danken. Immer wieder gern. Mhm. Qualität, Kavikenalität. Oder so. Ich weiß nicht. Ja. Ist schon okay. Wer bitte, wo bitte was? Vergessen wir aber die letzten 10 Sekunden, ja? Mhm. Ich spule nochmal zurück. Da fällt noch ein Abeloa zwischen. Achso, das war der Kenny mit. Danke. Es geht natürlich nur. Ich hilf doch gern aus. Das ist super. Super. Ist das super. Viel gewinnt hat das Bevölkerungslimit erreicht. Super, haben sie 4 Leute? Gewinnt so aber nichts mehr. 4 streikt. Ja, wenn zwar 4 schon streikt. Mann, Mann, Mann. Da Streikbärchen geht's mal auf die Nahrung. Oh, die sind ja auch schon voll. Ui, wieso sagst du nichts, Kenny? Was denn? Die sind voll. Wer denn? Die, meine Dritten. Woher soll ich das denn wissen? Das ist so dein Krams. Dass meine Dritten voll sind. Die Dritten sind voll. Mit Dreck. Die Minute läuft für den Anno. Jo, ich beginne. Super. Ich bin gleich auf Jenga. Geil, wo spielen wir denn? Jenga. Dann geh du mal, Dago. Tschüss, Dago. Nein, er will jetzt Zähne putzen, sagt er. Na, was gibt's denn hier oben so Neues? 20. Fertig. Einfach nur eine Zahl sagen, dann klickt Anno. Ja, yes, komischerweise geht es manchmal ganz gut aus. Ja, die Pla-
Was machen die denn da? Die Piraten haben einen Gasriesen angegriffen. Da war doch gar nichts drauf von mir. Seid ihr blöd? Die Piraten sind auch schon wieder betrunken, ey. Fluten? Wo sind die Schiffsbaupläne? Da. Kann noch irgendwas Geiles machen da? Nein. Danke. Ja. Du mich auch. Du bist aber neu. Nee, mit Perwoll gewaschen. Das nehme ich auch. Habt ihr schon Schlachtschiffe? Eben. Ich baue gerade mein erstes, ja. Ich auch. Du brauchst sehr, sehr viele Kommandopunkte. Ah, ja. Stufe 3 habe ich da. Seid ihr über die Kommandopunkte eigentlich oder nicht? Nee. Nö. Ich habe 32 von 58. 58? Ja. Ich habe 41 von 58. Alter. Wie viel hast du denn gesamt? Jetzt 12. So. Möchte nicht mehr reden. Du musst auf deinem Planeten überall eine Sternenbasis bauen. Das erhöht deine Kommandopunkte. Die brauchst du dringend, sonst wird deine Flotte nachher richtig teuer. Pro überschritten Kommandopunkt kostet dich das ordentlich Kohle. Ja, kenne ich. Ich hatte ja das Geld angehortet. Das verschwendet er dann so auf den Weg. Wow. Danke. Ich bin jetzt im Jenga-System, aber da ist nichts los. Ich fliege mal weiter nach Z-Nui. Ich mach den aus der dritten Reihe links. Was? Okay. Jenga, egal. Ach so, naja. Hat zusammengefallen, leider verloren, Anno. Hm. Euro 50? Okay. Alles gut zum Geburtstag, zum 50. Danke sehr. Aber er wird jünger. Vielen Dank! Ja, jetzt bist du schon wieder 34. Jetzt bist du so alt wie ich. Ach nee, dann schnell weiter. Dann lieber weiter. Piratenflotte entdeckt. Na den. Die Floaters. Die Piratenflotters. Also, hier war nur, glaube ich. Das geht hier nicht. Wie das geht nicht, gibt's nicht. Ach, den hab ich schon. Oh, okay, vergiss es. Dann hast du wohl schon, Arno. Ja, vergiss es. Gerne. Zack. Na, wo fliegt er hin, ha? Wo mag er hinfliegen? Okay, Sayoba hat sich das Spiel wohl jetzt gerade wegen unserem Let's Play gekauft. Okay. Sehr gut. Lohnt sich, Alter, das Spiel macht richtig Laune, das ist echt gut. Jo. Kann ich mich immer nur wiederholen. Er wiederholt sich immer wieder. Ne, halt dein Pappen, blöde Sau. Kann man zwei Sachen auf einem Platz auch bauen? Sprungtor und... Nein. Militäraußenposten, okay. Kann ich denn die Sprungtore von anderen benutzen? Bei offenen Grenzen. Wenn du eine Sprungtor-Lizenz hast. Passierschein A8. Passierschein A38. Also, Valvo, du kriegst meine Sprungtour-Lizenz für, ja, sagen wir mal, echt rund ab 10.000 Gold. Wow. Die hat er wahrscheinlich jetzt nicht mehr, oder? Warte, ich kontrolliere mal. Vielleicht nicht mehr. Aha, der Valvo hat investiert. Ja, Valvo hat nur noch 4.300. Aha, er hat sogar intensiv investiert. Intensiv investiert.
investigativer in... egal. Investigativ investiert. Das ist wie früher im Mittelalter, wenn so ein Speer von einem König ausgesandt wurde, um die Burg einer anderen Festung auszukundschaften. Man kommt dann zurück und berichtet seinem König, dann berichtet er quasi von einer festen Festung, die er festgestellt hat. Egal. Dauntless Light System, Kenny? Ja, ist für Raketen und sowas. Für eine größere Genauigkeit. Die orbitale Werft? Ja. So, ein bisschen mehr wert. Die Kenny hat mir ein Geschäft Ja, ein bisschen Technologie austauschen. Joa. Na komm. Also wundert dich übrigens nicht, Kenny, wenn die Lilanen über dir eventuell ein bisschen kleinen Forschungsschub hingelegt haben. Okay. Die Gnolam wollen mal auf dem Pissen. Halten Sie sich von den Halunken fern. Ah, ach so. Ich bin der Halunk. Der Halunk. Das bin ich, Halunk. Hallo, Halunk. Wer kennt ihn nicht? Halunk, Kenny. Okay. Da, so, so, so. So, so. Und so, nicht so, anders. Zoom, zoom. Komm, das klingt jetzt eh schon so ähnlich. Das nehmen wir jetzt einfach in. Zoom, zoom. Wie sieht's mit der Folgenlänge aus? Ist doch ein bisschen. Das ist erst bei 21. Oh. Sag's in 4 Minuten nochmal. Klar. In 4 Minuten 59 Sekunden. 3 Minuten 58 Sekunden. 3 Minuten 57 Sekunden. Anom. Dankeschön, Zeitansage. Ja, geschehen. Beim nächsten Ton sind es ruft die auch immer gerne an. Beim nächsten Ton ist es einer zu viel. So, Sprungtor. Er steht im Tor und ich dahinter. Wie groß ist es denn jetzt? Okay. No, so. Ich würde schätzen 10 cm aufgerundet. Das ist so gemein, du Arsch. Ja, aber die heute nicht zu bieten, was soll's sein? Die Technik macht's wett. Okay, wow. So, jetzt ist die große dumme Frage, wo ist eigentlich dieser Computervirus abgeblieben? Krassiert er noch oder ist er jetzt weg? Ja, das fragt man sich bei mehreren Viren. Musst du schnell Kaspersky installieren. Ha! Sind das die planetaren Schutzschilde, die man hier baut dann? Ja. Wahrscheinlich. No, Pirat, wo darf's hingehen, hä? Wo ist der Plan? Gurkeiner, da haut er wieder ab. Gurkeiner? Und den. Wir sind die Piraten, wir sind planlos. Bisschen schade, dass nach 500 Runden schon aus ist. Ja. Das könnte so weitergehen. So, Sprungtor nach 10 vorne. Okay. Warst du nicht mal in Madeira, Kenny, mit deiner Kolonie, oder? Nee, ich hab da nur Piraten rausgebombt. Okay. Ich doch da wie Mord gewesen. Na. Da habe ich mal überlegt hinzugehen, aber der Planet ist halt Schund, ne? Schund. Schmutz. Möglich. Ando nimmt alles. Ando ja, nimmt auch Schund. Ich bremse auch für Schund.
Dann muss ich es halt nur gemütlich machen, dann ist auch okay. Ich kann immer... mit unseren dicken Fell, wir können sowieso überall reinpuschen. Ja, lass dich. Und dann wird gepoppt, so lange, bis überall gemütlich ist. Wow. Ich möchte ein Poppbärchen sein, gerade dich lieb. Okay. Solltest du noch irgendwelche Fragen haben, Kenny? Hab ich nicht. Wie 55 Sekunden, Kenny. Oh, wo bin ich denn dran? Oder weil wo? Ich blick das dumm. Nee, ich hab schon gedrückt. Ich dachte gerade, ich hätte meine Klamotten alle abgeschlossen. Entschuldigung. Gleich auspeitschen. Oh ja, bitte. Du weißt, was mir gefällt. Ich glaube, für dich ist es Anno. Will ja nichts sagen, aber. What? Magnus 3 ist wieder gewachsen. So, ja, dann schauen wir hier halt auch mal an. Belastend, Jake, belastend. Tschüss, Piratenplanet, danke. Mal eben drei Zerstörer von den Gnolam fertig gemacht. Drei. Mhm. Auf einem Streich. Yes, Sir. Auf Kotschbar ist das. Ach, da sind die Piraten drin, okay. Und auf Watzner auch. Was denn da los? Ja, beim Anno in der Nähe. Da siedeln sich die Piraten an. Und bei deinen beiden unteren Planeten, bei Watzner und bei Kotschbar, sitzen Piraten drin. Unter deinem Vulkan. Ja, die sind aber schon lange. Die dürfen. Ich glaube, da ist auch damals die haben eine Sitzgenehmigung gestorben. Die haben keine Sitzgenehmigung und die Planeten darunter, die interessieren mich tatsächlich am wenigsten, weil ich da jetzt nicht so die Flotte in der Nähe habe. Aber Vulkan hat einfach eine Verteidigungssternbasis und die fangen halt gefühlt alle 10, 15 Runden irgendeinen Piratenangriff an. Anno züchtet die Piraten da, ja. Ja, genau. Er steuert heimlich nebenbei noch die Piraten-KI. Deswegen dauert es auch manchmal länger, Entschuldigung. Alles gut. Ja, why not? Das da so. Oder glatt vergessen, der Kenny, dass die Folge schon vorbei ist, sie hat gar nichts gesagt. Weil wo hat die Verbindung getrennt? Weil wo hat die Verbindung getrennt? Oh, echt? Bei mir auch gerade. Okay. Was ist denn da los? Ja, würde sagen, guter Zeitpunkt, wir beenden mal die Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Schaut rein beim Anno und beim Valvo.
Und ja, dann bis zur nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Speichern mal sicherheitshalber. Ja. Macht das vielleicht auch mal an, oder?